Hallo Acid Heads, Techno Fanatics und House People. Es ist wieder soweit, 5 nach 4 und die Sven Schlinger Show nimmt vollen Kurs auf House. Dies ist keine normale Sven Schlinger Show, denn ich habe Besuch bekommen und dazu komme ich gleich. Vorher möchte ich noch mal auf eine Party ansprechen, die ich letzte Woche angekündigt habe und die ein totales Fiasko war. Und zwar, letzte Woche war das Unity Bath im Aquadrom und ich habe das als Partytipp der Woche letztes Mal angekündigt und ich muss mich eigentlich für die Leute, bei den Leuten entschuldigen, die dorthin gegangen sind, denn das war eine ziemliche Verarscherei, muss ich ehrlich sagen, und ich fand es ziemlich scheiße, so wie man mit den Leuten umgesprungen ist, denn einige Pressevertreter wurden behandelt, als ob sie, als ob man es gar nicht nötig hätte, Werbung zu machen. Und die Leute, die hingegangen sind, wurden in dem Falle auch verarscht, indem sie draußen stand 40 Mark Eintritt und an der Kasse 50 Mark zahlen mussten. Und die Party war auch deswegen auch sehr schlecht besucht des hohen Eintrittspreises. Und es war eben nur das halbe Bad gefüllt. Also eine Party, die ziemlich scheiße war und dafür möchte ich mich entschuldigen, denn dafür kann ich nichts. Denn ich war bei der letzten Unity Bath Party in Berlin und das war ziemlich geil. Und die letzte Love Parade, da war die Unity Bath und die nächste Love Parade ist jetzt genehmigt worden. Das ist jetzt offiziell bekannt seit Montag und zwar am 8. Juli, das ist der Samstag, findet die Love Parade wie immer in Berlin statt. 16 Uhr Start am Wittenbergplatz, das ist gleich beim Kudamm und man kann nur sich freuen, dass dieses geniale Ereignis auch in Berlin stattfindet. Und ein wichtiger Aufruf, bitte bringt keine Flyer mit. So, jetzt kommen wir erstmal zu unserem Studiogast der Woche und dafür habe ich einen kleinen Jingle vorbereitet. Heute live in der Sven Schlinger Show DJ Mac von Datapool aus Berlin. DJ Mac wird sich heute mit Sven Schlinger unterhalten, außerdem wird er einen Mix hinlegen und zwar 100% Pure House. DJ Mac heute in der Sven Schlinger Show. Ja, er ist endlich hier. Mac ist gekommen. Und Mac hat einige neue Facts mitgebracht. Und zwar war er ja schon mal letztes Mal hier, vor Anfang Mai. Und hat er ja ein riesiges, gutes House-Set hingelegt. Und das wird er auch heute auch machen. Hallo Mac. Schön, dass du da bist. Ja, kann ich auch wieder sagen. Ja, ein Monat ist es her, dass du da warst. Und was hat sich in der Zeit bei dir verändert? Also damals warst du ja bei Lush, bei Datapool. Ja, ich bin eigentlich offiziell immer noch da. Bloß ich habe halt damals, also vor 8-9 Wochen, wo dieser Rave im Tivoli war, da habe ich halt im Vorfeld einige Kritik geäußert und da scheint sich desbezüglich nichts getan zu haben. Ja, und ich habe auch nicht so die Zeit gehabt in der Woche da mal mittwochs ins Dom zu fahren und ich habe eigentlich gedacht, dass sie mich mal anrufen, mir mal erklären, was Sache ist, aber die scheinen da wohl irgendwie nichts zu machen. Also ich meine jetzt eigentlich mehr den Eilert, weil er ist ja der Kopf der ganzen Truppe. Und es legen eigentlich alle möglichen Lush-DJs auf irgendwelchen Partys, sogar mittwochs und samstags, die letzte Mal auch im Tunnel. Und der Einzige, der nicht auflegen kann, bin ich eigentlich. Und ich weiß nicht, also irgendwie, ich habe da keine Lust, mich da auch ein bisschen sozusagen verarschen zu lassen. Ja. Also ich bin halt natürlich auch sehr langsam geworden in meiner Musikrichtung, das ist auch klar. Ich meine, das Hauptding ist ja auch, musikalisch passt ja eigentlich nicht mehr zusammen. Meine, was Lush macht, sind ja eigentlich ziemlicher Brettertechno, muss man ja sagen. Und du legst ja mehr Progressive House und den Deep House auf. Also ja, okay, da hat es wohl auch ein bisschen... Okay, das beißt dich ein bisschen. Also ich meine, gut, zwei Leute von Lush, die legen halt mehr so den Hardtrance oder Trance auf. Ich meine, gut, damit komme ich auch zurecht. Wenn die das auflegen wollen oder müssen, dann ist es auch in Ordnung. Ich habe da kein Problem mit. Ne? Mhm. Fang M und ich passen eigentlich total gut musikalisch zusammen. Wenn ich zum Beispiel mal anfangen würde, auf einer Party aufzulegen und der kommt hinter mir, das würde bestimmt total gut zusammenpassen, aber da kommt einfach nichts rüber, ne? Und ich habe ihm auch gesagt, ich möchte gerne bei meinem House-Set bleiben, beim House-Style halt. Und ich habe ihm gesagt, ich möchte auch mehr gerne einen eigenen Abendmahl haben, einmal im Monat vielleicht mal einen Drum auflegen mit Frank M zusammen oder irgendwas. Oder jetzt Samstag hätte man zum Beispiel auch mit Koya Becker die Hausbahn machen können im Tunnel. Die haben den ganzen Club eh gemietet. Ich hätte doch auch einfach oben auflegen können, aber das hat wohl nicht geklappt. Und ich denke mal, da wird sich spätestens in 2-3 Wochen noch was tun. Aber ich denke mal, der Zug ist für mich auf jeden Fall so gut wie abgefahren. Also ja. da muss schon ein gewaltiger Umschwung kommen, aber ich denke mal, das wird wohl nicht stattfinden. Und ich denke mal, ich habe auch genug Potenzial, um das selber durchzuziehen. Also jetzt ein klarer Schnitt, dass du jetzt aussteigst. Ja, das kann man jetzt schon sagen. Also jetzt ist offiziell. Ich werde mich in den nächsten Tagen mit Eilert in Verbindung setzen und da sozusagen dann Schluss machen, einen Strich und die ganze Sache setzen. Ich muss sagen, es war auch eine schöne Erfahrung. Ich meine, ich habe auch viele Leute dadurch kennengelernt und
das war eigentlich auch toll, aber irgendwo ist dann halt Schluss, kann man halt nichts machen. Du machst ja nicht mehr Lush, du bist jetzt bei Datapool noch, du machst ja weiterhin also die Party-Tipps, ja, und so. Immer noch, ja. Du besuchst auch viele Partys. Weil wir beide kennen uns ja von Datapool, wir machen ja auch bei Datapool einiges. Mhm. Datapool wird ja jetzt, sagen wir mal, 100, also 100 Ausgaben werden jetzt im August erscheinen. Was wird sich denn jetzt bei Datapool tun? Ja, die Ausgabe wird auf jeden Fall dicker werden, hat er mir schon mal vorab gesagt. Also die Ausgabe 100 wird extra dick, da macht jeder Mitarbeiter einen einzelnen Bericht. Da wird auch, ich schreibe auch All-Time Top 10 und solche Sachen und was ich ja so getan habe, wie ich zu Techno gekommen bin und halt sowas. Das kann jeder ein bisschen dann seine eigene Story da schreiben, witzig oder total trocken, dann muss jedem selber überlassen. Und er will halt auch den Schwerpunkt setzen, dass jeder ab und zu mal so einen Bericht zum Thema Techno schreiben kann. Also ich meine, das muss nicht direkt auf Plattentipps liegen, sondern einfach mal Thema, sagen wir mal, Plattenkauf in Bremen. Das ist ja auch so ein Ding. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also das ist bestimmt ein Riesenartikel wert. Das ist manchmal jetzt eine Sache. Ja klar, das ist ja auch ein ziemliches Monopol, muss man so am Rande mal sagen. Ja genau, das kann man doch ruhig mal veröffentlichen. Und das können auch ruhig andere Städte ruhig mitkriegen. Und ja, nur mal jetzt als Beispiel. Und also ich habe auch vor, demnächst nochmal da was zu veröffentlichen. Aber er meinte, das dauert noch bis August. Jetzt hat er noch einige Leute an der Hand, die machen das jetzt schon fest bis August und dann wird das Programm gewechselt. Einige wollen auch aussteigen und dann habe ich auch eine Chance, da was zu machen. Du bist auch heute gekommen, um deine neue Platte vorzustellen. Dafür kommen wir nachher noch zurück. Erzähl mal kurz was zu deinem Set, was du auf Tape gemacht hast. Denn wie immer im Studio ist die Technik gar nicht ganz so doll. Ich glaube, das wissen die meisten Leute. Ja, haben wir letztes Mal auch schon gesagt. Aber erzähl mal was zu deinem Mix. Wie wird der Mix gleich aussehen? Ja, also erstmal das Intro fand ich ganz nett. Ich habe mir gestern gerade neu gekauft, die Scheibe. Also ist wirklich sehr schick. Am besten hört ihr mal selber gleich mal da rein. Und es baut sich also auch eigentlich ganz gut auf. Es geht auf jeden Fall nach vorne ab, die Musik, kann ich sagen. Gut, zum Schluss, weiß ich, bin ich vielleicht ein bisschen abgedreht, aber das ist halt so die Eigenart eines DJs. Irgendwann kommt das halt, gehen halt die Gefühle so durch. Aber ich denke mal, das ist trotzdem ganz gut gelungen. Und das Mixing vielleicht nicht ganz so perfekt wie das letzte Mal, aber das ist auch mal ganz klar, es kann keiner einen perfekten Mix hinlegen, auch nicht ein Karl Cox, der haut auch mal eine Scheibe daneben. Na gut, es ist kein totaler Blackout gewesen, aber so ein bisschen leider das manchmal, aber das ist einfach kein Thema. Auf jeden Fall fand ich die Musikauswahl eigentlich schon ganz nett, so ein Armer van Helden auch wieder dabei, muss sein. Und ja. Ja, du legst ja nicht regelmäßig auf, wie gesagt, also bei Lush bist du ja nicht mehr dabei. Legst aber jetzt im August auf, ne? Ja, deine One-Year-Sven-Strenger-Show-Party. Genau, ein Jahr Sven-Strenger-Show und das heißt, er wird kräftig gefeiert im Drom. Mac liegt zusammen mit mir und außerdem ist noch Prisma eingeladen vom House of Eden, der ja auch regelmäßig so schön guten Haus fährt. Ich würde mal sagen, wir kommen jetzt langsam zu deinem Tape und ich würde mal sagen, die nächsten 30 Minuten DJ Mac in the Mix. Enjoy. Napoli, the angels of love. Ha! What a big shout to like Tina, Francesco, Maurizio Vera. Forgetting the big man. Claudio Coccoluto. Yeah. We all housematic. This track is housematic. This track is housematic. This track is housematic. This track is housematic. I don't get big shouts of my main lady. Woo! Simone. We all housematic. You out there? We all housematic. Cause she's housematic. Come on. Cause she's housematic. Come on.
busy now. To all my people residing in the UK, and a big, big respect out to the Junior Posse. People like little man Terry Farley, a brother named Pete Heller, Luce, they getting house-matic. Rat-a-tat-tat like my Tech N9. And to my homies, Rocky and Diesel, we close, we out there. Y'all getting house-matic. And to the people around the world, get with this track. We'll be right back.
it's me. I am the diva.
Hier ist der offene Kanal Bremen mit seinem Hörfunkprogramm auf UKW 92,5 MHz. Ja, bei mir immer noch im Studio DJ Mac. Das war der Mix von Mac. Mac, das war wirklich gut. Ja, auch nicht schlecht. Was gab's zu hören? Also, die letzten 30 Minuten gab's zu hören. Das erste Stück war von Housematic, Father Professor. Danach Hold On Me von Father Professor. Nee, Quatsch. Zweite war Hold On Me von Kenny Glasgow auf Jinx Records. Danach From The Death Volume 1 von Helena and Pharaoh's Project Just Tracks. Danach Diva von Club 69, die kennen wir alle von Let Me Be Your Underwear. Und danach Tribal auf Tribal UK ist erschienen. Danach gab's Pump It Up auf After Dark Records, White Label. Auf Weißpressung auf After Dark. I Wanna Dance von DJ Fabrice auf Under Control. Und das vorletzte Stück war It's Just The Way That You Like von Vanessa Williams auf Mercury. Und das letzte Higher auf Acacia Records, oder wie heißt das, Mac? Acacia. Acacia, genau. Ja, genau, da ist so ein Blatt auch innen drin. Das ist ziemlich geil gemacht. Auch total grün und so. Ja, neben Mac sitzt jetzt Olaf Jürs vom Joint Venture Magazine. Das ist die erste Bremer und Techno House Zeitschrift nur für Bremen. Und so eigentlich auch, so ein bisschen für Oldenburg, kann man eigentlich sagen. Ne? Ja, das muss sein. Und der im Haus natürlich nicht zu vergessen. Olaf, erzähl mal was zu deinem Heft. Wo kann man das bekommen? Wie bekommt man das? Wann erscheint es? Und welchen Inhalt hat das Heft? Also das nächste Heft kommt zur Wonderland Party am 16. Das ist dann die sechste Ausgabe, die sechste vollständige Ausgabe. Zwischendurch gab es mal so ein paar Hefte nur mit Dates halt und ja, das Heft selber beinhaltet also wie gesagt die Dates, dann DJ-Charts, jede Menge News, alles was in Bremen halt im Techno- und Hausbereich irgendwie für wichtig befunden wird von den Mitarbeitern und ich denke mal, das haben die Leute auch schon so weit spitz gekriegt, dass es da eigentlich in den Grund, wie gesagt, bei DJs liegen auch ein paar Exemplare, kann man ja mal reingucken dann. Gut, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Es sind noch 10 Minuten Zeit. Wir kommen gleich zu einem neuen Stück von DJ Mac. Das hat er gemacht. Vorher gibt es erstmal ein paar Party-Tipps. Und zwar ganz wichtige. Und zwar am nächsten Freitag ist die Wonderland-Party im Modernes, wie immer, gemacht von Jan Langer. Mit dabei ist Rock aus Berlin, aus den Hardwacks, Robert Armani und Zelle, der, wie gesagt, ja nicht mehr in der Metro aufliegt. Außerdem am 14. Juni der Union Rave in Frankfurt am Tor 3 mit Pascal Feos, Death Sound, Trevor Rockcliffe, Tommy Yamaha, Arodemski, Lamy Chanel, Andy Dukes, Tom Novi, Mark B, Plank, DDM, DJ Gregor, Magna, Tranks, DJ Gonzo, DJ Smart und das Live-Act sind gebucht. Sublogic, Sunbeam und S-Scout von Disco B. Eine wichtige Veranstaltung, und zwar No Commercial House am 14. Juni in der Famous Hall, einer House Area und The Real Club und Brain Club Area, also sind vier Areas, eigentlich ziemlich hausig alles. Da wird in der Famous Hall Mr. Steve Mason auflegen, Plank, Sylvie Marx, Massimo, Gary Leckebusch, Andy Tex Jones und in der House Area unter anderem Josh Wing, Christian Linder, Katema. Und außerdem werden noch auflegen Mark Hell, Miss Yeti, Jerem, Frank D. Roach und diverse andere. Und eine ganz wichtige Party, und zwar morgen, der 10. Juni, The Universe Tribal Gathering. Open Air sollte eigentlich am Frühlinger See bei Köln stattfinden, findet es nicht, und zwar ist es verschoben worden nach Duisburg. Jede Menge, ich glaube an die 50 DJs werden das sein, mit Laurent Garnier, Karl Cox, Steve Mason, Jeff Mills, Dark, Dr. Atamu, The Prodigy, Zilja Yen und. Also alles, was wir haben, ist dabei. Ganz wichtig, in Duisburg. Wir kennen sie ja alle. Am 10. Schlag die Frontpage auf und blätter ein bisschen. Halbes Blatt nur Werbung. Am 10. Juni. Und dann nochmal, Mr. Altino ist ja nächste Woche hier bei mir in der Sendung. Altino wird hier Mix auflegen, genauso wie Mac. Altino liegt auch auf, und zwar am nächsten Samstag, der 17. Juni, ist die erste Summer Design House Party. Und zwar findet das über den Dächern dieser Stadt statt. Und zwar im Designerhaus Wiener Straße 5. 15 Mark Eintritt mit einer Margarita drin. Sollte man unbedingt hingehen, mit ihren Helmer mitbringen. Und zu Smurf. So, und eine Veranstaltung. Pizza House Party. Das ist auch mal was anderes. Und eine Veranstaltung noch für morgen, Samstag, 10.06. die DNL Rave in Soltau mit Mike van Dijk, Markus Lopez, DJ Sonic, X, Nile, Hinde, Chris, K.
Carsten Klaus und der Macher von Mushroom Club, DJ Matt, LifeX, Michael Glow, Freakazoid und NIP Collective. So, genug gelabert. Wenn ihr Fragen habt, dann kontaktet einfach Datapool in Berlin. Die Nummer ist 030-998-6653. 030-998-6653. Fragen zur Playlist, da bekommt ihr die exklusiv von der Sven Strenger Show. Wenn ihr mir faxen wollt, das könnt ihr auch tun, die ganze Woche über unter 04221 in Delmhorsten, dann 14897. 04221 14897. Und wenn ihr eben noch kurze Fragen habt, dann habt ihr noch knapp 7 Minuten Zeit, hier anzurufen im Studio. Die Nummer ist 0421 35 010 30 35 010 30. Das zu diesen weiten Adressen. Und zu einer Aktion komme ich. Das wird voraussichtlich Ende Juni sein. Und zwar wollen wir ein Label-Special hier machen, zusammen mit Joint Venture. Und zwar seid ihr aufgerufen, euer Lieblingslabel auf eine Postkarte oder auf einen Fax zu schreiben und zu schicken. Und zwar, was habt ihr so für Lieblingslabels? Force Inc., Disco B, Superstition. Schreibt's auf und warum ihr es habt. Und wir wollen eine Stunde lang nur diese Label-Sachen spielen. Wenn ihr mir schreiben wollt, dann könnt ihr es tun an den offenen Kanal Bremen, Sven Strenger Show, Kennwort in der Findorfstraße 22 bis 24 in 28 213 Bremen oder faxen an die übliche Nummer 04221 14897. So, genug geplaudert, jetzt kommen wir zu Max Track. Mac, Ja, also leider haben wir noch keinen Projektnamen gefunden. Ich war jetzt Mittwoch bei ihm und wir konnten uns wirklich nicht einigen. Es ging unter anderem zu so subtilen Namen wie Brokkoli oder irgendwas. Aber es war mir dann noch schon ziemlich abgefahren. Und so André und Marco Project war irgendwie auch zu billig. Und dann wollen wir uns halt noch ein bisschen Zeit lassen. Und einen Stücknamen konnten wir auch nicht finden. Also sagen wir mal, Marco's Friends White Label oder irgendwie sowas. Sagen wir einmal DJ Mac and Friends auf dem White Label. Ja, genau. Okay, wir hören jetzt erstmal rein das neue Stück von DJ Mac.
Also DJ Mac, seine erste Platte. Dann nennen Sie mal die DJ Mac and Friends auf dem White Label. Noch ist sie nicht draußen. Noch Tape, bald Vinyl. Das war die Zwischenstringer-Show eigentlich. Es bleibt noch eine knappe Minute Zeit. Jungs, wollt ihr noch jemanden grüßen? Oder? Ja, fang ich mal an. Ich grüße meine Freundin Sandra. Bis gleich. Ich komm gleich vorbei. Oder? Ja, also Arne und Yogi natürlich. Yogi aus Bremen-Nord mal wieder. Und Annette nicht zu vergessen. Annette, hallo, hörst du das? Naja, und meine Eltern, alle, die mich kennen und alle natürlich, die zuhören. Und Collier Beckmann, der sitzt gerade neben mir. Den grüße ich auch noch. Alles klar. Wir hören uns nächste Woche wieder ganz gewohnt nicht. Da kommt nämlich DJ Altino aus dem Delight zu mir und er wird ein bisschen erzählen über seine neuen Projekten. Und zwar über seine Party, die er mit Smurf Jan Helmerding einen Tag später am 17. macht. Und natürlich die Sven Stringer Show, die Party ohne Ende am 5. August mit DJ Mac. Da wird er auflegen, brutales House-Set mit meiner Wenigkeit und Prisma. Ich glaube, das ist eine ganz gute Party. Wir werden präsentiert von Joint Venture unter anderem, ne? Ja, genau. Das muss man erwähnen. Okay, das war's. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Habt's gute Sound. Keep it cool. See you next week. Bye. Ciao. Offener Kanal Bremen. Wir schalten jetzt um ins laufende Programm von Radio Bremen 2.